Wandel in der arabischen Welt. Was wird von Deutschland erwartet? Im Gespräch der deutsche Entwicklungsminister Dirk Niebel. Herr Niebel, Sie waren gerade im Ägypten, im postrevolutionären Ägypten, muss man sagen. Wie waren denn Ihre Eindrücke, Ihre Gefühle dort? Nun, es ist schon ein Land in einer großen Aufbruchsstimmung, das merkt man. Es ist noch lange nicht zu Ende. Die ersten Schritte in die Demokratie werden jetzt gegangen und geprobt. Aber es ist noch lange nicht sicher, was am Ende dabei herauskommt. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir Angebote zur Unterstützung machen. Ausdrücklich Angebote, also so eine Art Shoppinglist. Und das, was gewünscht wird, das kann man sich daraus aussuchen. Auf keinen Fall darf der Eindruck entstehen, dass die Demokratiebewegung vom westlichen Ausland gesteuert wird. Aber die Stimmung war sehr positiv. Haben Sie denn schon Ansprechpartner in diesem Ägypten? Ja, wir haben Ansprechpartner. Erstens gibt es eine amtierende Regierung und dort gibt es eine Ministerin für internationale Kooperation, die meine Ansprechpartnerin ist. Übrigens die gleiche, die es auch vor einem Dreivierteljahr gewesen ist. Wir haben viele Dinge besprochen, die wir gemeinsam durchführen können. Auch das, was zusammen nicht durchzuführen ist, muss man natürlich dann auch offen ansprechen. Aber da haben wir auf Regierungsseite natürlich Ansprechpartner und wir kennen allein durch die Tätigkeit der politischen Stiftungen, die ja ein einzigartiges Instrument für Deutschland darstellen, viele gesellschaftliche Akteure, die auch nicht aus dem politischen Umfeld nur kommen, die aber in dieser Demokratiebewegung, in der Freiheitsbewegung eine durchaus führende Rolle spielen, sodass es die Kontakte, die wir brauchen, schon gibt. Ist denn die Gesprächsatmosphäre auch freier? Ist komplett entspannt gewesen. Ich habe sie auch beim letzten Besuch nicht als unfrei empfunden, bei den politischen Gesprächen. Aber das war auch nicht anders zu erwarten, weil das ja Regierungsvertreter gewesen sind. Ich hatte den Eindruck, dass die Bevölkerung wesentlich offener und freier auf einen zugeht. Ich glaube nicht, dass noch vor wenigen Wochen bei einer als offizielle Delegation erkennbaren Reisegruppe Bürger auf dem Tahrirplatz auf einen zugegangen wären und gefragt hätten, wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn her, was macht ihr hier eigentlich oder warum ist denn der ägyptische Außenminister nicht hier? Und man dann antworten muss, vielleicht sind ihm zu viele andere Leute da. Also insgesamt ist das eine offenere Atmosphäre des Umgangs miteinander. Aber es ist noch nicht durch. Das ist der Anfang. Es ist aber doch auch ein bisschen ungewöhnlich, wenn ein Außenminister und ein Entwicklungshilfeminister aus Deutschland plötzlich ein Bad in der Menge nehmen, mitten in Kairo. Es mag schon ungewöhnlich sein. Ich finde, viel ungewöhnlicher ist, wenn der Außenminister und der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und ein parlamentarischer Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums als Tourismusbeauftragter in der Funktion gemeinsam in ein Land reisen. Das ist eine ganz klare politische Botschaft an dieses Land, dass wir es als höchste politische Aufgabe sehen, hier zu begleiten, wenn es gewünscht ist, und Unterstützung zu geben, weil sich ein Zeitfenster öffnet, das man durchaus historisch bezeichnen kann. Ich glaube, was jetzt passiert in den vergangenen Wochen und jetzt noch und vielleicht auch noch in den nächsten Wochen, wer weiß wo, das wird die Welt, wie wir sie kennen, verändern und das wird auch die politische Landschaft der Welt verändern. Und da sollten wir gestaltend mitwirken. Es ist sicherlich in manchen Dingen auch zu früh, schon Urteile zu fällen, aber haben Sie wenigstens die Hoffnung, dass sich eine demokratische, beispielsweise Parteienlandschaft in Ägypten entwickeln kann? Ich habe diese Hoffnung. Es gab ja auch vorher schon Oppositionsparteien, in aller Regel seit der letzten Wahl zumindest außerhalb des Parlaments. Es gibt andere Parteien, die sich gründen werden, vor allem von jungen Leuten. Drei haben sich schon gegründet. Wie die Halbwertszeit dieser Parteien ist, kann man schwer beurteilen. Aber wir können gerne helfen, wenn es gewünscht ist, bei dem Gründungsprozess. Ich glaube, dass hier auch gar nicht unbedingt der Staat gefordert ist, sondern dass wir unterstützend wirken können mit einer Finanzierung der politischen Stiftungen, die wir auch heute schon durchführen, dass aber die gesellschaftlichen Gruppierungen untereinander am besten hier an die Arbeit gehen. Denn es muss eine Bürgerbewegung sein. Es darf keine Staat-zu-Staat-Bewegung sein. Welche Erwartungen haben Sie denn in Ägypten vorgefunden? Der Erwartungshorizont ist schon sehr hoch. Das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland ist wirklich fundamental gut. Man kann es gar nicht kleiner bezeichnen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Ansehen. Wir sind außerordentlich gern gesehene und vertrauenswürdige Partner in Ägypten. Wir werden nicht alle Wünsche befriedigen können, zumindest nicht alle die, die sich nur um Geld drehen. Aber die Hauptwünsche sind gar nicht nur finanzieller Art, sondern es geht um Capacity-Aufbau, also Kapazitätsaufbau, Wissenstransfer, der es den Ägyptern, die ja sehr stolze Menschen sind, ermöglicht, ihre Republik, ihre Revolution, ihre Demokratie selbst zu formen. Und ich glaube, da haben wir einiges, was wir anbieten können. Haben Sie denn auch finanzielle Hilfe mit an den Nil gebracht? Ich habe schon während der Jasmin-Revolution in Tunesien noch von dem Irak aus den ersten Fonds
in Auftrag gegeben. Wir haben jetzt 3 Fonds gegründet für den Nahen Osten, Nahen und Mittleren Osten. Einen Demokratisierungsfonds, einen Bildungsfonds und einen Wirtschaftsfonds, weil das, glaube ich, die 3 Bereiche sind, wo man arbeiten muss, damit man Zukunftsperspektiven schafft. Mit dem Demokratisierungsfonds können wir eben solche Demokratisierungsbewegungen unterstützen, aber natürlich auch, wenn es gewollt ist, zum Beispiel durch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Beratung bei der Erstellung eines demokratischen Wahlrechts oder bei der Schulung von Verwaltungen, wie man denn überhaupt Wahlen durchführt, wo das Ergebnis erst am Ende der Wahl bekannt ist und nicht schon vorher. Der Bildungsfonds soll dazu dienen, die berufliche Qualifikation zu erhöhen. Es gibt natürlich eine Bildungselite, aber die Masse der jungen Menschen, und das sind ja 65% unter 25 Jahre in Ägypten, hat keine ausreichend gute Ausbildung. Und das, was bei uns der Mittelbau, die Facharbeiter sind, das gibt es dort nicht. Deswegen haben wir hier Mittel zur Verfügung gestellt, um Qualifikation zu erhöhen, um Perspektiven zu schaffen. Und das muss dann kombiniert werden mit dem 3. Fonds, weil ich brauche dann hinterher auch einen Arbeitsplatz, um die Qualifikation einzusetzen. Der dient zur Refinanzierung von Finanzinstituten, um Kredite auszureichen, entweder als Mikrokredite für ganz kleine selbstständige Unternehmen oder aber für bestehende Betriebe, die keinen Zugang zum regulären Finanzmarkt haben und natürlich für Startups. Die Freiheitsbewegungen in Nordafrika, in Teilen ja auch der arabischen Welt, faszinieren ja viele. Wird dieses Nordafrika, dieses freiheitsliebende Nordafrika, ein neuer Schwerpunkt der deutschen Entwicklungspolitik? Nein. Zumal ja auch viele der betroffenen Länder oder der theoretisch noch betroffen sein könnenden Länder auch nicht das Problem mangelnden Geldes haben. Der eindeutige Schwerpunkt der deutschen Entwicklungspolitik bleibt Subsahara-Afrika. Aber wir haben sehr viel zu bieten für Nordafrika. Wir sind auch ein wichtiger, großer Partner in Nordafrika, aber halt nicht immer nur mit Steuergeld, sondern mit Steuergeld immer nur in den Bereichen, wo es finanziell anders nicht möglich ist. Entweder weil das Land noch nicht reich genug ist, wie in Ägypten zum Beispiel, oder aber weil eine zivilgesellschaftliche Gruppierung, die in einem Staatenbildungsprozess kein Geld zur Verfügung hat, eine Anschubfinanzierung braucht. Aber wir sind tätig mit unserem International Service, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, weil viele dieser Länder ja die gleichen Bedarfe haben wie Entwicklungsländer. Aber sie haben das Geld, sie einzukaufen, und das bieten wir dann auch gerne an. Es scheint es Ihnen wichtig zu sein, dass alles getan wird, dort den Menschen zu helfen, damit keine Flüchtlinge kommen? Das ist ausdrücklich richtig. Wir brauchen Perspektiven für die Menschen, auch damit sie im Land bleiben. Aber ich glaube, der noch wichtigere Grund dafür, Perspektiven zu schaffen, besteht darin, dass sie eine Freiheitsdividende brauchen. Ein Volk, das aufsteht und sich gegen Despoten wendet, sollte dann auch sehen, dass es etwas davon hat. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass die Menschen im Land bleiben, weil sie jetzt eine Aufgabe haben. Sie müssen ein neues Land schaffen, eine neue Staatsform durchsetzen. Und dafür braucht man, glaube ich, alle Kräfte, vor allem die mobilen und die gut ausgebildeten Kräfte. Und deswegen ist es auch ein Eigeninteresse dieser Länder, dafür zu sorgen, dass die Menschen eine Chance haben, im eigenen Land bleiben zu können. Sie haben am Anfang des Gesprächs ja auch von den Glücksmomenten gesprochen, die man hat, wenn man so eine Freiheitsrevolution erlebt. Wie bedrückt sind Sie, wenn Sie auf Libyen gucken? Da kann einem schon alles zusammenkrampfen. Wir haben auf dem Weg nach Ägypten in 10.000 Meter Höhe aus Richtung Libyen über 20 Minuten lang Lichtblitze gesehen. Und die kamen nicht wie beim Gewitter von oben nach unten. Das Wetterradar war sauber, sondern sie kamen von unten nach oben. Also man konnte unter der Wolkendecke sehen, was dort an Lichtblitzen passierte. Wir wissen bis heute nicht, was es gewesen ist, ob es Artilleriefeuer gewesen ist. Ein Freudenfeuerwerk wird es nicht gewesen sein. Bei 600 Seemeilen Entfernung sehen sie das nicht. Das macht mir schon große Sorgen, und ich hoffe sehr, dass möglichst wenig Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber es ist absolut nachvollziehbar und ganz klar erkennbar, die Stimme der Freiheit wird sich auch in Libyen durchsetzen. Herr Niebel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.